EA Sports. It's in the game. Und damit herzlich willkommen zurück beim Gary und bei Hansa Rostock. Mir hängt hier gerade direkt was im Hals. Hoffentlich bleibt das nicht so. Ja, wir hängen alles andere als rum. Wir sind nämlich aufgestiegen, liebe Freunde. Ne? Hier hängt uns gar nichts mehr im Hals. Hier können wir frei aufatmen. Ja, und das machen wir erstmal. Ne? Guckt euch das an hier. 95 Tore haben wir geballert. Ja, vor allen Dingen hier in der letzten Zeit. Ne? Da ging es richtig ab. Da ging es richtig ab. Guckt euch die letzten Ergebnisse hier mal an. 6-1, 6-1, 3-1, 3-2. Also 3-1 haben wir verloren, okay. 5-0, 4-0, 5-1, 4-1. Also die letzten 10 Spiele hier. Grandios. Einfach ganz grandios. Sehr, sehr gut. Und ja, da bin ich gespannt, wie wir uns in der ersten Liga schlagen werden. Da gucken wir gerade in die Tabelle rein. Könnt ihr mal gucken, gegen wen wir da so ran müssen. Und dann gehen wir in eure YouTube-Kommentare. Da hat nämlich der Frank geschrieben, nie mehr zweite Liga, was für ein geniales Aufstiegsspiel. Und Gnöll, Spieler der Saison für ihn. Ja, auf jeden Fall. Hertha BSC ist ja weit unten, Beste wechselt vielleicht runter. Da kommen wir gleich nochmal zu, da hat jemand eine gute Idee gehabt. Und der Kollege Frank möchte gerne, dass wir bei den Lauternern nochmal reingucken. Nach Gomez. Team, gucken wir mal rein hier, wo ist er? Gomez. Da, Angel Gomez. 66, 20er Typ. 8er Stärke. Ja, wer vielleicht? Oh, er hat hier unerfahren, aber hier, ja, minus 3 von Selbstvertrauen und Moral. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, mit einer 69 in die erste Bundesliga reinzustarten. Und mit dem Talent könnte der vielleicht sogar was werden. Ich lasse es mal offen. Lieber Frank, und mal gucken, was der Rest zu ihm sagt. Hier, Angel Gomez vielleicht als Backup für, ja, wobei, auf der anderen Seite haben wir auch Philipp, Philipp haben wir nicht mehr, ne, aber Kerscher kommt zurück. Aber wir müssen auch mal gucken, was Schmidt macht. Ja, ich finde ihn interessant, wir haben ja auch auf dem Blickfeld, von daher gucken wir mal, was da so geht, ne. So, dann geile Folge, sagt der Ronny, endlich aufgestiegen, findet die Idee mit dem IV gut, Linzmeier weg und Meier in die erste, ist eine super Idee. Machen wir auch so. Und in der nächsten Saison sollten wir dann noch LV, RV und ein OM verpflichten. Ja, OM wäre ich schon mal hier, ne? Eben eher am Start eigentlich, der Angel Gomez. Ist natürlich nicht sofort eine super Verbesserung, aber ich habe das Gefühl, wenn man den dann spielen lässt, dann kriegen wir da was rausgeholt, ne? Das ist ja auch immer wichtig, dass wir da ein bisschen was machen. Ja. Würde Grauer noch ein Jahr in der zweiten lassen und ihn dann hochziehen, gegebenenfalls Strauß dann in einem Jahr auch abgeben. Mal halblang hier, ne? Mal gucken. Aber na, ich hatte überlegt, den Grauer vielleicht schon mal hochzuziehen, ne? Aber werden wir mal überlegen, gucken wir uns an, ne? In der Phase der Vorbereitung zur ersten Liga kommen auf jeden Fall die Jungs alle nochmal hoch, ne? Alle Community-Leute kommen in die erste Mannschaft rein und gehen mit auf Trainingslager und so Kram, ne? Also da braucht euch keine Gedanken machen. Das kriegen wir schon hin. So, auf der linken Seite sollten wir mal die Mannschaften aus der zweiten Liga anschauen und gucken, ob die einen Spieler wie Beste haben. Ganz klar, Niklas Schmidt muss wohl leider gehen. Also Beste sollen wir nochmal nachgucken. Ich würde sagen, wir gucken nach Transfers nächstes Jahr. Weil vertragslos haben wir jetzt sowieso keine mehr oder auslaufende Spieler. Die Heidenheim ist ja nur noch Schaulaufen auf jeden Fall. Ne? Werden wir machen. Wir haben eh keine, die jetzt auslaufen, die super sind. Von daher, auf der anderen Seite können wir eigentlich nicht jetzt hier gegen Duisburg. Ich finde es schwierig, wenn wir jetzt hier lauter junge Leute holen und eventuell Heidenheim. Aber Heidenheim gewinnt doch nicht gegen uns, oder? Und wenn, dann hat Hansa Rostock halt Pech gehabt. Duisburg halt Pech gehabt. Ist dann so. So, in die erste Mannschaft hier. Nächstes Spiel auf jeden Fall. Der Meier-Aktion in die erste Mannschaft. Nächstes Spiel. Wir werden jetzt hier mit der jungen Mannschaft spielen. So einfach ist es. In die erste Mannschaft. Nächstes Spiel. Beim einzigen, wo ich es nicht machen werde, ist beim Georgatos. Tut mir fast schon leid dafür, aber ich wollte da gerne unseren, nee, das ist Quatsch, gerne unseren Typen spielen lassen, der schon die ganze Zeit auf der Bank sitzt. Und so können wir es machen hier, so werden wir es angehen. Erste Mannschaft jetzt. Und ja,
Der Huxon kommt rein hier für Köpke, damit der Knöll auf jeden Fall Torschützenkönig wird. Valanta und Verlat kommen auf die Bank. Der Grauer kann ja auch auf der linken Seite spielen. Kann er auch, aber nicht so gut. Ah, dann kommt er hier. Was er liebt, guck mal, der hat eine 71. Der Grauer, ey, ist schon krass. Ist schon klasse. Ganz, ganz klasse, was da so läuft. Der beste Wechsel, das heißt, den wollen wir jetzt auch nicht mehr hier auftanzen lassen. Dann nehmen wir lieber nochmal Verlat mit und ja. Sonst könnte ich mir noch vorstellen, hier auch den Horst nochmal spielen zu lassen. Ne? So, Horst. Tja, so sieht's doch ganz gut aus. Hachi Wright würde ich dann noch bringen als Einwechslungskollegen und hier ja, und einen Torwart. Da wollte ich gerne reinbringen noch. So. Ja, also wie gesagt, Ronny, ich würde jetzt nicht mehr nach Spielern gucken, das machen wir in der nächsten Saison, weil Auslaufende, wie gesagt, haben wir eh keine passenden mehr. Und jetzt jemanden kaufen, finde ich auch schwachsinnig, weil wir nächstes Jahr ja vielleicht noch jemand Besseren holen können. Also, von daher, sei mir bitte nicht böse, wenn ich das jetzt nicht mache. Sponsor für Aufstieg, ja, 220.000 Euro, klasse. Datenbank, Scouting, Corti ist noch angeschlagen, ja, alles gut. Was denn noch hier? Ein Tag bleibt er, ja, okay, abgeschlossen. Überall alles abgeschlossen, sehr schön, wunderbar. Jugendmannschaft, da ist noch jemand ohne vernünftigen... Ach, hier, der Rudi, ohne vernünftigen Mentor. Ja, dann kriegt der Rudi mal den Horst, weil das passt ja auch alterstechnisch gut. Ja, es hat sich irgendwie keiner mehr gemeldet von den Jungs, die jetzt hier auslaufen. Und das sind einige, ne? Das sind hier Marvin Hanf, läuft aus. Brauchen wir nicht mit einer 44. Lassen wir weg. Und da wird auch bei sein so ein Pressersen. Lassen wir auch weg. Benedikt Gottfried, 58er linkes Mittelfeld. Da könnten wir noch drüber reden. Den könnten wir eigentlich für nächste Saison noch aus der Jugend hochbringen. Das ist aber auch der einzige, den ich hier sehe, den wir irgendwie jetzt befördern sollten. Den wir fragen werden. Also Benedikt, du bist dabei. Janon können dich irgendwann dann nochmal einen neuen aussuchen. Nächste Saison. Zweite Mannschaft. Um 190.000 für. Aber dann machen wir dann die 200 voll. Also ein bisschen viel, oder? Ah, egal, komm. Machen wir mit. Und werden wir so angehen. Gut, dann haben wir noch den Patze gehabt. Vielleicht hat Natei eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. Einfach mal anfragen und schauen, was passiert in der nächsten Saison. Genau wie bei Beste. Vielleicht einfach mal gucken, ob der vielleicht nur für die erste Liga gültig ist, wenn Berlin dann absteigt. Finde ich eine ganz witzige Idee, Patze. Vielen Dank dafür. Müssen wir uns auf die Fahne schreiben, dass wir es nicht vergessen. Also, wenn Berlin abkackt und noch absteigt, dann werden wir da anfragen beim Beste. Vielleicht kriegen wir ihn direkt wieder. Auf der anderen Seite gucken wir einfach, wen wir sonst so auf der linken Außenverteidigerseite uns holen könnten. Gratulation zum Aufstieg. Ja, dankeschön. Dann, Paulschen, kannst du einen Kooperationsvertrag abschließen in der ersten Liga? Ja, lieber Paulschen. Guck mal hier. Das haben wir sowieso jedes Jahr. Also mit Dortmund, das wird dann nichts mehr, weil wir sind dann in einer Liga. Leipzig haben wir dann immer noch. Stimmung 2, weiß ich nicht so ganz warum. Können wir eigentlich mal hier mal versuchen, ne? Ein Jahr. Nicht daran interessiert. Ja, okay. Und dann gucken wir in der zweiten Liga noch nach Verein oder so. Ne? Das können wir auf jeden Fall machen. In der dritten Liga vielleicht auch. Mal schauen, wie das dann wird. Aber wir machen das auf jeden Fall, natürlich. Dann Julian B. Vielen Dank für deine Glückwünsche zum Aufstieg. Und fast 100 Tore ist ja grandios stark, hat er gesagt. Ja. Chemie Leipzig. Super, dass es endlich geklappt hat mit dem Aufstieg. Wunderbar. Bin auch gespannt, was in der ersten Liga auf uns zukommt. Er hätte Beste nicht abgegeben, aber vielleicht finden wir noch einen besseren. Ja, und was ist mit Knall los? Der trifft ja wie am Fließband. Ja, super, ne? Rückrundentabelle sollte ich noch gucken. Ja, das machen wir. Pass auf, da muss ich wieder hier, das habe ich ja gelernt bei euch, ne? Dann von Spieltag 18 bis Spieltag 34. Jetzt vielleicht noch in unserer Liga. Ja, sind wir auch Zweiter. Ach ne, jetzt, ach so, muss ich jetzt neu einstellen. Ah, okay. So, 18. Von, ja, Rückrundentabelle sind wir sogar Erster, guckt mal. Und zwar mit 5 Punkten Vorsprung vor Freiburg. Also die Rückrunde war ja fulminant hier mit 53 Buden und 16 Gegentoren nur. Krass ist allerdings, wie wenig Gegentor die Freiburger gekriegt haben. Ne? Aber wir hätten hier sogar mehr geholt, weil die einfach viele Unentschieden auf einmal hatten. Oder mehr, sagen wir. Ne? Und da hat der Paul schon auch nochmal gefragt, ob ich Lehrer bin. Ja, ich bin Lehrer, manchmal bin ich auch voller, aber meistens Lehrer. Jetzt geht's los mit dem Spiel gegen den FC Heidesheim.
Das ist das letzte Spiel der Saison, meine lieben Leute. Wir werden wahrscheinlich auch noch den Saisonübergang machen. Ich glaube, es sind keine Nationalländerspiele mehr. Und wir sind hier immer noch 40 Punkte besser. Ich sehe keine Wettbewerbsverzerrung in dem Sinne. Wir gehen hier mit einer Mannschaft ran, die hier auf jeden Fall gewinnen müsste. Aber wir sehen erstmal den FC Heidenheim mit Glatzel. Der versucht da an Schumann vorbeizugehen. Ja, Schumann kriegt ihn aber dann gehindert am Schuss. Und Eldin Jakupovic, da muss man erstmal dran gewöhnen, dass da hinten jetzt nicht mehr Flecken steht. Jakupovic hat den Ball. Insgesamt aber unsere Verteidigung mit einigen Schnitzern da hinten. Erst hier Schumann, ne? Der da. Und dann jetzt hier Meier, da kann aber Schumann retten. Jetzt haben wir die Ecke von Altinay. Barrero hält den Fuß hin. Ah, oh, Jakupovic! Jakupovic, Entschuldigung, der steht da und hält das Ding. Mit der gelben Karte gegen Tölles Knöll. Ja, was ist los hier? Was geht, Jungs? Gerade nicht so viel hier, ne? Also Tore technisch nach vorne sind wir wahrscheinlich noch im Feierkater drin. Deshalb Heidenheim schon wieder hier über Wittek und Wiedemann. Der geht jetzt an Schumann vorbei. Dann spielt er den Ball zu Barrero. Der muss nur noch... nur noch draufhämmern, aber er kriegt so ein kleines Schüsschen hin. Kein Problem für Jakupovic. Ja, Schumann trotzdem eine 1 hier. Hätte ich jetzt aus dem Textmodus heraus nicht so gesehen. Aber egal. Barrero versucht jetzt nochmal. Ist schneller als sein Gegenspieler. Aber Meier kann per Kopf zur Ecke klären. Ja, nach vorne geht hier gerade nichts. Was ist denn los? Oh, mal meckern hier. Geht doch so nicht. Ecke kommt rein. Altinay. Und Jakupovic hat den Ball ganz locker. Jonas Vergin, das ist ja auch ein ganz junges Torwarttalent hier im Kasten der Heidenheimer mit einem schönen generierten Bild. Ne? 70er Stärke schon und jetzt nochmal eine Ecke von Altinay, Jakupovic und da läuft den Ball, dann ist Hilbert frei vom Tor, muss nur noch reinschieben. Krasser Fehler. Krasser Fehler unseres alten Torhüters. Und coolen Trick zeigen, nee komm, ich mache jetzt hier keinen coolen Trick, also das ist... Dafür ist jetzt hier nicht die Stimmung da. Ich wollte eigentlich hier jetzt nicht mit so einem komischen Niederlagending hier rausgehen. Hatte eigentlich schon gedacht, wir machen das jetzt hier. Aber wir sehen nur Heidenheim. Wir haben nicht eine Chance gehabt. Krass. Das haben wir auch noch nicht gehabt. Titsch Rivero jetzt auf Glatzel. Der schießt aber am Tor vorbei. Und dann ist erstmal Halbzeit. Da müssen wir hier mal jetzt mal gucken. Also das ist schwierig hier gerade. Schumann, wir machen jetzt mal so, dass wir ein bisschen wieder an Stärke dazugewinnen. Schumann hat ja ein gutes Spielchen gemacht, also alles gut. Auch Strauß hat ja, aber da habe ich jetzt gar keinen mitgenommen, okay. Ruxon werde ich jetzt noch ein bisschen drin lassen, dass der vielleicht nochmal besser wird von der Note her. Oh, Schmidt auch nicht so gutes Spiel, also. Ich würde gerne noch Wright bringen und ja, mal gucken, Krügic vielleicht noch. Mal schauen, gucken wir mal an. Das war nicht der Matchplan auf jeden Fall. Und da müssen wir hier mal ein bisschen motivieren und meckern. So, voller Angriff jetzt, liebe Leute. Taktik nochmal auf Einsatz 100%. Könnte ich mir jetzt auch noch gerade vorstellen. Habe ich nämlich auch nicht gemacht. Naja, ich habe den Horst ja hier reingebracht. Daran liegt's. Daran wird es liegen und deshalb wird das jetzt in der nächsten Halbzeit besser laufen. Weil ich wieder die Taktik nicht am Anfang gemacht habe. Wobei wir ja in den letzten Wochen auch super gespielt haben, ohne diese Taktik-Sachen. Da habe ich es ja zum Teil extra weggelassen, weil ich da Never Change a Winning System machen wollte, so ungefähr. Ne? Jetzt aber hier Feig, der Linksverteidiger, nach vorne auf Barrero. Der muss nur noch einschieben. Ein Tor aus dem Nichts. Das war viel zu einfach. Die Verteidigung gefällt mir hier gar nicht. Aber Offensive gefällt mir natürlich auch nicht. Ne? Knöll jetzt auf Schmidt, der versucht es jetzt mal. Schießt sofort. Vergin ist da und er hält den Ball im Nachpassen. Glanzparade von Jonas Vergin. Ja, ist halt so. Also ich sehe jetzt hier auch kein Problem, wenn wir jetzt hier verlieren. Duisburg packt es eh nicht. Von daher sind wir da auch nicht schuld. Und jetzt haben wir aber mal Patrick Horst, Hilbert und Vergin. Ja, wollen sich da... Ja. Lass du ihn, ich nehme ihn auch nicht. Und Hilbert und Vergin sprechen sich da ganz schlecht ab. Ein Tor für Knöll, wer auch sonst, ne? Patrick Horst mit der Vorarbeit, das ist schön, das freut mich. Das ist ganz nett.
So, liebe Leute, wir kriegen das doch noch hin, dass wir hier noch einen Punkt holen, oder? Dominik Hilpert brecht den Ball nach vorne. Glatze verliert erstmal gegen Posch den Ball, aber Feig kommt da von hinten und schießt aus dem Lauf. Aber da geht der Ball genau auf Jakupovic, der den Ball natürlich locker fangen kann. So, Ruxon kommt jetzt raus. Leider konnte er diesmal seine Chancen nicht nutzen. Patrick Horst, obwohl er den entscheidenden Pass da gespielt hat, ganz schlechtes Spiel hier. Also, aber ich pack lieber nochmal Schmidt raus. Komm. Spielen wir hier ein bisschen defensiver. Ich möchte den Horst eigentlich nicht rauspacken mit einer 5. Ich habe die Hoffnung, dass der noch aus der 5 rauskommt. Ja, hier sehen wir auch, warum jetzt. Okay, jetzt habe ich es gecheckt. Wiedemann an Glatzel. Der dreht sich an Horst vorbei. 3:1. Für die Heidenheimer. Die Graue auch mit einer 5. Gut, das ist dann jetzt halt problematisch. Ihr wolltet es ja zum Teil so, ne? Dass ich die Jungs spielen lasse. Ich hoffe, dass das sich jetzt nicht hier auf die Auf- und Abwertungsrunde negativ auswirkt. Ne? Das wäre nämlich bitter. Barrero mit einem Zuspiel auf Glatze. Der bringt den Ball jetzt mit dem Rücken zum Tor und dann ist aber Jakupovic da. Und erneut Jakupovic, der gegen Barrero. Also ich glaube, der Barrero macht hier noch einen. Der ist ja ganz aktiv da vorne drin. Patrick Fritsch, hatten wir den nicht auch mal bei uns auf dem Zettel? Oder war das noch im Wiedenbrücker Spielstand? Ich bin jetzt gerade aus der Bahn. Troupé mit einer kurzen Ecke auf Hachi Wright. Der geht jetzt in den Strafraum ran, aber dann ist Vergin da. Pascal Carussone kommt rein für Vergin. Ja, der ist auch geil. Der ist auch so ein junger Typ. Ne? Und zwar ein richtig junger. Mit einer 49 kommt er rein. Wie auch immer. Die KI das macht, dass die den einfach mal bringt. Knöll läuft jetzt über den Ball nach innen. Schnell hat, legt anschließend quer. Dann ist Knöll nochmal da. Ah, gut geblockt. Schade. Aber jetzt kommen wir zu ein paar Chancen mehr. Knöll aus 13 Metern. Carussone ist da. Ja, warum nicht früher so, ne? Strauß auf der rechten Seite geht jetzt mal mit nach vorne, geht an Feig vorbei, schießt aus Spitzenwinkel, Außenpfosten. Uiuiuiui. Eieiei. Jetzt noch wegen Bodychecks von Meier kriegt er jetzt hier eine gelbe Karte. Nein, an Meier, der Barrero. Okay, Stürmerfaul, alles klar. Schnellhardt, gelbe Karte wegen hohen Beinspiels gegen Marcel Titsch-Rivero. Auch okay. Aber die Heidenheimer wollen hier das letzte Saisonspiel. Die wollen es hier ganz klar machen mit dem Nicht-Abstieg, Entschuldigung. Und jetzt Goller nochmal mit dem Tor, aber diesmal war es abseits. Von daher, okay. Okay. Menschenskinder, 8 Minuten haben wir noch. Da geht doch jetzt noch irgendwie der Anschlusstreffer. Kann doch nicht sein. Oder? Nee. Gibt noch ein 4:1. Ja, also unsere Tore sind zumindest torreich. Unsere Spiele sind torreich. Also da ist eine hier Mütze Glatzel macht die Bude. Dann ist es so. Kriegen wir am Ende hier nochmal einen reingetroschen im wahrsten Sinne des Wortes mit einem 4:1. Schade, dass der Wright jetzt hier nicht nochmal getroffen hat. Das hätte ich mir gewünscht. Und ja, schade auch die schlechten Noten. Ja. Horst mit einer 5 ist jetzt irgendwie unnötig und die 4,5 da von den anderen auch. Blöd. Aber so ist es. Mein Gott. Das vermiest mir jetzt nicht die Stimmung, weil ich weiß, dass wir aufgestiegen sind, Leute. Ja, da schauen wir doch. Ich dachte gerade, ich hätte was gelesen, aber ich habe nichts gelesen. Okay, damit ist Duisburg in der Relegation. Haben es leider nicht gepackt. Gegen wen haben sie denn jetzt hier noch gespielt? Wo sind die Duisburger? Da. 3:0 gegen Düsseldorf verloren. Ja, da hätten wir auch hier... war nicht unsere Schuld. Kaiserslautern nochmal hier einen runter. Sandhausen geht einen hoch und führt einen runter. Also nicht mehr viel passiert, ist auch nicht schlimm. Und das ist die letzte Elf des Tages. Da sind ein paar dabei aus Frankfurt und aus Fortuna Düsseldorf. Ja, okay. Wir gucken. Ja, es hat gereicht, ne? Aber es wäre auch krass gewesen, wenn Knöll nicht der Torschützenkönig wird. Jonas Vergin ist hier bester Mann im ganzen Spiel gewesen hier. Der wird doch bestimmt noch richtige Dinger hier kriegen. Zur Leihe von Hamburg. Richtige Aufwertungspunkte. Und dann wollte ich gucken. Den hier, ne? Guck mal hier. Der ist 18 Jahre, 50er Stärke.
Und die bringen den immer mal wieder. Ne? Der hat jetzt hier auch 2 Einsätze immerhin in der ersten Mannschaft gehabt dieses Jahr. Letztes Jahr 3. War gar nicht so doof. Gut. Ein großer Sprung. FC Hansa Rostock hat in dieser Saison einen großen Sprung nach vorne gemacht und sich um sage und schreibe 8 Positionen verbessert. Ja, nehmen wir auch. Ne? Zur Kenntnis genommen, sagen wir so. Florian Hübner von Bochum nach Graz wechselt. Ja? Linzmeier wechselt Richtung Düsseldorf. Das ist ein guter Deal für uns. Für 1,4 Millionen sein Marktwert. Ja, können wir nichts falsch machen. Und wir haben ja auch coole Leute am Start, die da warten, dass sie von uns rangelassen werden. Ne? Gerade im Innenverteidigerbereich. Ne? Ja, jetzt hier Europa League in 2 Tagen und wir kriegen Glückwunsch-Telegramme. Das ist doch wunderbar. Ganz klasse. Sponsor wünscht eine Verlängerung. Zum Erhöhen? Ja, kommen uns entgegen. Sonst gehen wir da. Ne, VW. Also ihr habt genug Gelder einkassiert von uns, ne? Mit euren Autos. Da muss auch was kommen. Ne, so nicht. Scout-Bericht, alles klar. Preisgelder, 5,1 Millionen Geld kriegen wir jetzt hier noch. Superklasse, wunderbar. Glückwunsch-Telegramm von Dortmund und von Leipzig. Mannschaft des Jahres, Toupé, Horst und Knöll. Ja, sensationell. Sensationell. Und der Aufstieg ist natürlich da, ne? Super. Kalender. Muss man natürlich hier noch. Oh, hätte ich ja fast vergessen hier. Saisonabschlussfeier. Ja, gut, dass ich hier nochmal geguckt habe, meine lieben Leute. Teamgeist. Spielerauszeichnung machen wir noch. Und, ja. Können wir auch nochmal irgendwas anderes machen, oder? Geht da noch was? Autogrammstunde? Meint ihr, ist es sinnvoll? Ich weiß es nicht. Wir nehmen es einfach mal. Wir machen es einfach mal. Wir sind total verrückt heute. Klasse, gell? Richtig klasse. Ja, super geil. Wie gesagt, wir sind hier relativ souverän durchgekommen. Jetzt in der letzten, also in der Rückrunde. Ganz, ganz stark. Ich würde jetzt gerne noch sehen, dass wir die Leute mit schwacher Form irgendwie nochmal hier beschwätzt kriegen, damit die... geht das überhaupt noch jetzt hier? Oh, nee. Oh, jetzt ist der sogar genervt. Naja, gut, ist nicht unser ganz großes Problem, weil er gar nicht unser Spieler ist. Aber dann machen wir andere Sachen auf jeden Fall. Nervt ein bisschen, dass man hier beim Fußballmanager dann immer wieder neu sortieren muss, ne? 3 Moralpunkte, ja, klasse. Klasse, das machen wir nämlich, damit wir jetzt gute Dinger noch reinkriegen. Gute Formpunkte reinkriegen für eben die Auf- und Abwertungsrunde. Ne? Legt 5 Moralpunkte zu, ja, das ist doch klasse. Ja, sehr gut. Linzmeier, ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute. 10 Moralpunkte, ja, siehst du mal. Köpke, da geht auch noch was. Hier, super letztes Spiel. Weiß nicht genau warum, aber da können wir einfach sagen. Mal Glückwunsch zum Titel des Torschützenkönigs. Tolle Leistung. 3 Moralpunkte, ja. Super letztes Spiel ist auch geil, weil der gar nicht gespielt hat. Im letzten Spiel. Ja. Super letztes Spiel war Sialidis. Freudestrahlend. Ja, nehmen wir alles mit hier. Wunderbar. Keine weiteren Gespräche mehr. Dann geht's zur Rangliste, ja, guten Tag. Bester Mann im Tor, Neuer, mit 35 Jahren jetzt so langsam. Eieiei. Und der 33-jährige Gamil Glick von Bayern, also die haben echt auch eine alte Mannschaft. Ich bin gespannt, wie die das umdrehen. Wie die das schaffen können. Aber dafür haben sie hier die besten Leute überall. Naja, auf dem defensiven Außenbahn ist Eihahn vor David Alaba. Das ist verwunderlich. Guter Mann hier offensichtlich, der Eihahn. Hat hier defensiv und rechter Verteidiger gespielt. War nicht verkehrt, ne? Rodriguez, Weltklasse und dann weit, weit hinten Müller. Die Dortmunder sind ganz schwach vertreten hier. Wendell, der ist ja auch bei Dortmund jetzt, aha. Auch hier Sebastian Rudi, zumindest ehemaliger Bayern-Stürmer, Mittelfeldspieler. Jetzt bei Leipzig am Start, Kimmich Zweiter. Weltklasse in der Offensive. Thiago und Dennis Geiger. Aha, du bist aber auch hier ganz leckeres Früchtchen. Guckt euch das mal an. 105 Millionen Euro bei den Hoffenheimern. Was geht denn mit denen? Mal gucken, wie lange der noch da ist. Und Stürmer gehen wir natürlich auch rein. Robert Lewandowski, wer hätte es anders erwartet? Dann Lucas Alario und Fiete Apes, der jüngste
Kollege, der hier zu finden ist. 5. Platz mit 21 Jahren. Ja, super. Jetzt machen wir den Spaß, aber auch noch für die 2. Liga, ne? Natürlich, herausragend Knöll und Köpke, Blickfeld, Hachi Wright. Ja, wenn der noch die ganze Saison bei uns gewesen wäre, ne? Das wäre natürlich der Hit gewesen. So, herausragend im Mittelfeld, Niklas Schmidt, defensiv haben wir gar keinen. Finde ich ein bisschen schade, aber defensiv habe ich auch das Gefühl, das funktioniert nicht immer so ganz, ne? Also irgendwie ist für die ZM-Leute nie Platz da. Wir spielen ja mit ZM. Und guck mal, auch dafür, dass jetzt hier Patrick Horst eigentlich in der Elf des Tages, des Jahres ist, ne? War schon komisch. So, dann haben wir Troupé hier herausragend und herausragend Außenbahn offensiv. Unter anderem Corbinian Vollmann. Und Sydney Sam. Hm. Na gut. Jenne, wer bist du hier so? Kalen Hintz. Aber es sind alles so rechte Außenbahnleute. Ich will da einfach nur so ganz normale Mittelfeldtypen. Gibt's doch gar nicht. Dulavic müssten wir überlegen, ob wir den nicht auch. Oh, der ist aber auch der. Oha, der ist ja 24 Millionen. Gut, die Überlegung war schnell vorbei hier, ne? Sag ich mal so. Stendera auch 25 Millionen. Alter Schwede, ey. Torhüter und Innenverteidiger. Balanta ist im Blickfeld der einzige Typ hier. Und der einzige Torwart ist Tata Razzano. Ja, weiß ich nicht. Ist immer mal ein bisschen komisch, ne? Also, das ist schon mal. Da weiß man manchmal nicht, was man davon halten soll. Aber jetzt haben wir es durchgeguckt. Real Sociedad ist Europa League Champion. 3-1 gegen Everton FC. Durchgeschlagen. Vertragsverlängerung. 2 Jahre, Summe erhöhen. Ja, da muss aber was kommen hier. Die wollen alle verlängern, aber. Ne, dann nicht. Gottfried, du bist bei uns. Benedikt Gottfried, der alte Zocker-Gamer. Auch schon länger nichts mehr von gehört. Spielt in der nächsten Saison in der 2. Mannschaft. Beliebtheit bei den Fans durch diese tolle Aufstiegsfeier. Um 5 Punkte gestiegen, auch klasse. Ja, Patrick Horst hat Trainingsziel erreicht. Und ich hoffe, dass wir jetzt noch den Saisonübergang hinkriegen. Ich muss nämlich so um halb muss ich mich mal fertig machen. Ich habe heute noch ein Treffen mit den Lehrerkollegen. Ja, gute Leistung, Knöll hier, plus 1, ne? Gucken wir, dass wir das noch hier zu Ende kriegen bis dahin. Kopfballspiel verbessert, okay. Beste Saison seit langem, plus 1 von Holtmann. Ich habe den gar nicht so wahrgenommen, muss ich sagen, ne? Aber okay. Riesensprung vorwärts, plus 2 bei Niklas Schmidt, der ist ja nicht mehr zu halten. Ho, ho. Alter Schwede, guckt euch das mal an jetzt hier. 10 Millionen, das wird doch noch mehr. Der ist jetzt, der hat jetzt 80. Den können wir nicht halten, den müssen wir verkaufen. Das ist ja fulminant. Gute Leistung, plus 1 bei Köpke. Bisschen Verletzungspech von Flecken, das ist aber auch. Also das ist ja, da hätten wir wenigstens ein Plus noch dazugeben können, wegen steigende Tendenz hier bei den Noten. Guck mal hier. Also, das finde ich jetzt ein bisschen schwach. Mann, Mann, Mann. Wie oft war der denn verletzt? Da einen ganzen Punkt abzuziehen wegen sowas hier. Also 18, 19, 2 Wochen, 9 Tage, 4 Tage. Also ich. Ach ne, hier sind wir ja. Eine Erkältung. Ne? Der Typ war 4 Tage verletzt, aber hat jetzt gerade hat er sich gerade geholt den Schulterbruch und kriegt er deswegen ein Minus? Also das ist ja bitter. Müssen wir gleich mal gucken. Krikic, negative Entwicklung. Da müssen wir vielleicht gucken, ob wir den loswerden in der nächsten. Da habe ich gerade so ein bisschen übersprungen hier. Minus 1, ne? Niklas Beste, keine Verbesserung. Schnell hat auch minus 1. Was ist denn los hier? Die DMs. Also ZMs. Da müssen wir mal gucken, ob wir da noch unbedingt einen verbrauchen. Hier plus 1, aber dafür beim Patrick Horst. Sehr schön. Beste Saison seit langem von Hachi Wright. 72. Gute Leistung plus 1 bei Balanta. Also auch ganz tolle Sachen. Korti auch noch plus 1. Der hat da jetzt keine Verletzungssorgen gehabt dieses Mal. Also das ist doch Schwachsinn. Zu wenig Spielpraxis für unseren alten Torhüter, okay. Hat man ja eh eigentlich nur für die Rückrunde geholt, aber jetzt hat er, glaube ich, verlängert. Hat die Option gezogen, der Kacktyp. Aber wir kriegen ja noch ein neues. Ne? Testmann verloren. Gute Leistung hier von Meier. Plus 1, sehr schön. 62, immerhin. Ja, einige minus 1 hier, ne? Gesi nochmal plus 1, sehr schön. Ruxon plus 1, will unbedingt in die erste Mannschaft, ja auch schön. Zuletzt enttäuschend von Avel. Oh, Junge, Junge, Junge. Was haben wir uns da denn geholt, lieber Frank, hä? So, jetzt gucken wir hier, ob wir auch noch irgendwen haben. Der Marvin plus 1, ja, das reicht trotzdem leider nicht mehr. Marvin, du darfst dir irgendwann mal einen neuen aussuchen. Gut, 2,1 Abschnitt, okay, von mir aus. Grauer hat alle Trainingsziele erreicht. Nee. Nee, aber das machen wir jetzt sofort, ne?
Trainingsziele. Ich habe noch gerade gelesen, da kam noch ein Talentaufsteig, Aufstieg dazu. Aufsteig. Aha. Gary, was denkst du da so von dir? Ja, weiß ich auch nicht, ne? Ja, dann, also hier guckt euch diese Werte an. Das ist ja schon krass, der hat jetzt 90er Werte. Bei Kurzpass 93, bei Ballkontrolle 92. Ist ja unglaublich geiler Typ jetzt. Ich glaube nicht, dass wir den lange halten können, ganz ehrlich, ey. Der ist doch mehr als 10 Millionen wert. Der Graue hat auch hier, da müssen wir mal gucken. Training. Trainingsziele natürlich, ne? Dann nehmen wir wie immer. Ja, dann können wir die Robustheit direkt hier nochmal verbessern. Wir nehmen wie immer 4 wichtige Sachen. Und eins, was sich schneller entwickelt, und das ist in diesem Fall die Robustheit, weil die noch so gering ist, ne? Beim Grauer. Der ist halt nicht so robust. Ne, ne, gar nicht. So, Talent erhöht bei wem? Ja, beim Törles Knöll. Guckt euch das mal an jetzt hier. 4 Sterne, Mann. Oh, da bin ich auch gespannt. 8 von 10 Talentsternen hat er jetzt. Ja, klasse. Schulterbruch, ja, hier kommt's jetzt. Und deshalb hat er jetzt minus 1 gekriegt, weil er sich jetzt einen Tag vor der Auswertung 13 Mal verletzt hat. Das ist doch Schwachsinn. Also da bin ich echt sauer, muss ich sagen. Hier, guck mal, bester Spieler und er kriegt minus 1 in der Saison. Das ist doch Quatsch. Torschütze natürlich, Tor des Jahres, liegt da Schmidt gegen Dynamo Dresden. Die meisten Trikots verkauft, Köpke hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Und auch meistens Spieler des Spiels gewesen. Aha. Ja. Okay. Den DFB-Pokal. Oh, Bayern München fast besiegt worden. 3-3 und dann im Elfmeterschießen gewinnen sie 7-6. Schade. Die Jungs aus Gelsenkirchen. Schade, schade. Welchen Abwehrspieler holen die Duisburger? Fragt da die Zeitung. Ja, weiß ich auch nicht. Zufriedenheit mit unserer Arbeit hier, der Robert Marien. Ja, klasse. Scouting abgeschlossen. Dann werden wir jetzt hier noch gerade was machen. Passt mal auf. Finanzstatus, Budgetgedöns hier. Budgetänderung. Dann nehmen wir nämlich jetzt immer was weg von den Transfers. Und machen das bei Sonstiges rein. Da waren wir nämlich im Minus. Gar keine Lust drauf, ne? Im Minus zu sein. Nee, 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 halt, stopp. Können wir hier noch was ausbauen? Ja, wir können noch was ausbauen und haben nämlich hier noch 3,5 Millionen. Dann nehmen wir mal hier einfach den Fitnessparcours, oder nicht? 3% Fitnessbonus. Der ist doch schnell fertig und so. Aber wir könnten jetzt auch eher was nehmen, was vielleicht mal Geld kostet, ne? Bürogebäude. Ja, das können wir doch mal machen. Was haben wir dann? 2 Mitarbeiter können wir mehr. Ja, das nehmen wir. Das ist doch schön. Ja, klasse. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Didier Ndong wechselt von Fulham zu Schalke. 82er ZM für 23 Millionen Euro. Das könnte auch jemand sein. Der ist doch hier im besten Fußballeralter mit 26, der in der ersten Liga vielleicht gut ankommt. Adrian Fein von Hamburg wechselt zu Brighton. Aha. Kenneth Pahl, okay. Francisco, ja. Oh. Gibt einiges, was da passiert ist, ne? Sascha Doll, hier ist nichts passiert, was uns interessiert. Deshalb geht es einfach mal weiter. Angebot für Törles Knöll abgelehnt. Ja, hier, ne? Seht man nochmal. 5 Punkte mehr geschossen als der zweite, als Lichano. Und der war ja richtig lange oben dabei, ne? Niklas Schmidt ist hier im Duell. Dieses Duell habe ich noch nie verstanden. Warum gibt's das? Warum gibt's das? Der Beste von der besten Mannschaft gegen den Besten von der zweiten? Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe das nicht. Und dann haben wir noch die Relegation. Oha. Hertha BSC bleibt in der ersten Liga. Mit einem 6-3 gegen Frankfurt. Insgesamt, ja, schade, ne? Die Frankfurter. Und Karlsruher SC gewinnt gegen Duisburg. Duisburg ist damit abgestiegen. Joa, die armen Säcke, ne? Sind raus, die Zebras. Wendel, Botheim und Berko. Boah, ist jetzt nichts, was wir unbedingt bräuchten, ne? Denen könnte man höchstens für die zweite Mannschaft noch als Ersatzkeeper nehmen. Aber da ist Zimmer ja noch aktiv, also von daher. Oh, auch nicht so. Tolles Knöll möchte die Rücken Nummer 4. Ja, bitteschön. Wenn du das möchtest, dann kriegst du noch die 3 Moralpunkte. Klar. Die Rücken Nummer 4 als Stürmer. Was ist denn mit dem falsch? Köln wollte unseren Knöll holen. Ja, nee. Das gibt's jetzt nicht. So, wir gehen jetzt einfach schnell durch hier durch den Rest. Ne? Das hier, da ändert sich eh nichts. Barcelona ist überraschenderweise Champions League-Sieger geworden. Manchester City hat mich überrascht. Wirklich. Also, dass die ins Finale kommen. Ne?
Da müssen sie in der realen Welt noch ein bisschen was tun für. Michy Batshuayi, zweiter Platz hier im Torschützenkönig-Duell. Erster Diego Costa und dritter immerhin Lewandowski. Joa. Joa. Müssen wir mal gucken, wo ist denn eigentlich Aubameyang abgeblieben? Den hab ich da ja gar nicht gesehen gehabt. Ist der noch bei Dortmund hier? Wird gerade so ein bisschen überfragt. Gucken wir mal einfach mal. Aubameyang. Ne, bei Arsenal ist er. Bei Arsenal. Ja, da ist er hingewechselt. Witzigerweise, bei uns so, ne? Also, wir haben ja viel früher gestartet. Es ist so gekommen wie in der Realität, oder? Ach ne, das ist dieser. Ach ne, halt, stopp. Halt, stopp. Das ist der eingestellte Wechsel gewesen. Ja, ja, okay. Und immerhin 60 Tore bei 93 Spielen. Das ist auf jeden Fall auch eine Nummer, ey. Puh. Ja. Abel ist jetzt stärker im Zweikampf, ja, aber leider trotzdem Minus gekriegt, ne? Autogrammstunde, die sind extremst genervt, die Spieler. Minus 5 alle. Ach, mein Gott. Seid doch froh. Dann halt nicht. Verletzung nochmal, Scoutbericht. Ja, okay. Wir machen weiter, wir gehen jetzt hier straight durch. Wir wollen zusehen, dass wir in die nächste Saison kommen, in das nächste Jahr. Und, ja, dann hoffe ich einfach mal, dass es da gut läuft, ne? Hamburg verstärkt sich mit Finn Bogason von den Kölnern, ne? Deshalb wollen die Kölner vielleicht auch jetzt unseren Törles Knöll holen. Immerhin hat er auch eine 82, das ist schon krass. Bayer Leverkusen 83er geholt, ja. Bastian Aller von Frankfurt zu Köln, ja, dann haben sie sich den jetzt geholt, na gut. Trainerkarussell, da passiert ja jetzt eh nichts mehr. Ja, guck mal hier, der Törles Knöll, schon wieder einer von uns aus der zweiten Liga in der Wahl zum Fußballer des Monats. Finde ich schon beachtlich. Ganz beachtlich. Darius Wosch. Also hier müssen wir jetzt mal gucken. Ich finde ja, mit einem 86er-Typen können wir das hier sehr gerne weitermachen. Der macht das doch gut. Ich freue mich übrigens auch über diesen Namen einfach, ne? So, wie sieht das hier aus? 77er Jugendtrainer. Ich glaube, da können wir vielleicht mal gucken, dass wir einen besseren holen. Kramotzis, 83er. Alles über 80 finde ich jetzt eigentlich gut. Würde ich jetzt mal so beibehalten. Aber unter 80, ich finde, da können wir mal gucken, ob wir da besser ausfinden. Jetzt hier zum Beispiel, ne? Er hier als Jugendtrainer, der Oliver Neuville. Natürlich klasse, ne? Kann ich ja nicht sagen. Und wir gehen in diese akzeptablen Sachen rein. Da habe ich gar keine Lust drauf. Kurani als Fitnesstrainer. Immerhin 81 können wir auch mitnehmen, ne? Klar. 2 Jahre natürlich auch, ja, bitte. Bade läuft aus, Torwarttrainer, 97, ja, hallo meine Welt hier. Das sind Werte, die ich brauche. Natürlich kosten die jetzt mehr. Ist doch okay. 86er, was bist du hier? Mannschaftsarzt, Lennart Geierhofer. Aha. Ja, nehmen wir auch mit. Für ein Jahr reicht es erstmal. Marco Kurz als Masseur. Was hat der? 86. Ja, das ist auch mal gut. Ein guter Masseur ist echt wichtig. Dann kriegt man nämlich, je besser der ist, desto mehr frische Punkte kriegt man wieder in der Halbzeit, wenn man die massiert da. Klasse. Hufschneider, also hier werden wir mal... Ja, Psychologe, hier klasse. Das ist aber natürlich. Das werden wir jetzt hier so machen. Und ich weiß nicht, ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht nicht einfach das hier so jetzt schon auslaufen lasse. Aber ich habe ein bisschen die Angst, dass da noch irgendwas kommt. Ich weiß es nicht mehr. Nicht, dass hier... Ach, das Fußballquiz zum Beispiel, ne? Das wollen wir natürlich nicht für, unterschlagen. Und das nehmen wir noch mit. Und dann geht der Gary nämlich in, zum Trinken, hätte ich bald gesagt. Nee, zu trinken wird's ja gar nicht so. Sondern wir machen eine Stadttour. Und, ja, dann setzen wir uns noch abends hin und essen gemütlich, ne? Das ist natürlich auch schön. Mit den Kollegen. Mal was anderes als nur Kinder ärgern. Nur mal ein Wittekopf, was bist du? Auch noch ein guter Scout. Also die nehmen wir alle mit hier. Ein paar haben wir jetzt nicht verlängert, aber die meisten nehmen wir mit. Haben wir noch Sponsoring hier von Nissan? Summe erhöhen. Guck mal, die machen das richtig. Die gehen uns hier entgegen und kommen mit einem Jahr Vertrag. So ist das doch richtig. So, Schrick hat irgendwie einen falschen Typen hier. Dann kriegst du den Ballanta. So. Und ansonsten können wir das jetzt hier so weitermachen. Ne?
Und ja, ich freue mich einfach. Ich freue mich über diese Saison hier, was wir hier geleistet haben. Was wir hier geleistet haben, ist schon krass. Kundenzentrum können wir auch mal verbessern. Hier, wir haben ja noch Geld und deshalb machen wir das auch. Ne? Höhere Ticketverkäufe, das ist in der ersten Liga vielleicht gar nicht so verkehrt. Vertragsverlängerung wird gewünscht. Summe erhöhen. Aber hier, die wollen einen nicht, dann halt nicht. Ja, mehr Interesse am Fußball. Ihr Partner Sarah interessiert sich jetzt mehr. Aha. Warum? Jetzt werde ich aber hier spitzohrig. Schnellhörig. Aber wir nehmen die jetzt mal mit zum Sprachkurs. Komm. Ja, klasse. Ne? Aber weiß ich nicht, ob mir das gefällt, dass meine Frau jetzt hier mehr Lust auf Fußball hat. Dann macht die hier mir noch meine Arbeit kaputt. Naja, steigt die noch ein oder macht hier eine auf Instagram-Girl oder so? Nee. 2 Wochen. Leider fällt der Sascha Meier aus. Ach Leute, das ist doch eine echt, echt schöne Geschichte hier. Oh, super geil. Sehr schön. Reportage nehmen wir auch mit. Ja, ja, komm. Angebot für Patrick Horst abgelehnt. Ja, da müsst ihr halt mehr bieten, meine lieben Leute. VfR Aalen, was will der da? Ihr merkt, ich mache jetzt so ein bisschen Stress. Das sind ja noch 5 Minuten. Das heißt, die Folge kann ich heute auch nicht online bringen. Das heißt, die Folge kommt dann an einem anderen Tag. Wir kriegen 500.000 mehr. Bieten die uns. Prämienzahlung ist gar nicht mal so wichtig hier. Der Aufstieg, das ist ja, vollkommen uninteressant. Aber ich will hier schon irgendwie mal Geld sehen, Jungs. 1 Million finde ich ein bisschen wenig, muss ich sagen. Die Frage, ob wir das mal riskieren und in der nächsten Saison was Neues holen. Also unter 1,5 Millionen wollte ich eigentlich nicht gehen. Das ist ja fast nichts. Ich bleibe jetzt hier bei 1,6. Und wenn die nicht kommen, dann ist es halt so. Dann gucken wir uns in der nächsten Saison nach anderen um. Weil mich stört schon, dass hier noch Aufstieg steht. Das ist doch bestimmt hier ein Vertrag auf Basis der zweiten Liga. Wir sind aber nächstes Jahr erste Liga, meine lieben Freunde. Da wollen wir auch was sehen. Ja, dann halt nicht, ne? Ist dann so. Kein Problem. Kann ich mitleben? Könnt ihr das auch? Ist die Frage, ne? Hier, Hakob zur Anhänger in Europa. Real Madrid. Die meisten. AC Milan, krass. Und Barcelona. Ja, von mir aus. Demnächst steht der Hansa Rostock. Bin ich fest von überzeugt. Da kommen die Jugendspieler, ist okay. Nichts Wichtiges. Spieler können in Urlaub. Alles klar. Überall und nirgendwo. Ach hier, ja guck mal an. Ja, da haben wir doch hier die Konföderationsleute am Start. Ja, ist sehr schön. Das können die gerne machen hier, wie sie möchten. Interessiert mich nicht so ganz. Das ist ein bisschen wie dieses World Nations Gedöns da. Wir gucken aber einfach mal gleich, wenn es rum ist, wer da so gewonnen hat. Aber davor die Ergebnisse, mein Gott, ist ja wurscht. Vollkommen wurscht. Ja, die besten Jugendspieler der Welt. Oh, hier erkenne ich doch was. Also da müssen wir erstmal hier wieder Bilder machen. Andrea Barzali, ist natürlich schade, dass hier wieder Leute genommen werden, die raus sind eigentlich, ne? Obwohl wir das ausgestellt haben. Aber die werden wir mit Bildern versehen auf jeden Fall. Und bei der B-Jugend machen wir das Ganze auch. Da haben wir sogar richtig viele. Marco Götz zum Beispiel. Nicolo Parini. Ja, wer bist denn du? Der sammelt bestimmt Parini-Bilder. Ach Göttchen, ja. Der. Achtung, der kommt flach, Jungs. Er kam flach, ja, tut mir leid. Beinahe erwischt, ja. Wir gucken mal, was wir hier in der A-Jugend vielleicht mitnehmen können. Marktwertmäßig ist hier natürlich einiges geboten. Hier so ein ZM hier, Roberto Catalano. Catalano, so. Und ein Engländer, ja geil. Wir versuchen es einfach mal. Hat gar keine Lust, okay. Hat keine Lust mit uns zu reden, ja, von mir aus. Dann suchen wir mal nach gängigeren Leuten hier. Tottenham,
Was haben wir denn? Linkes Mittelfeld. Versuchen wir einfach mal hier. Vertragsverlängerung. Erste Mannschaft. Aktuelle Saison. Gucken wir mal. Ob wir den hier kriegen. 500.000 halte ich jetzt für ein bisschen viel, aber wir versuchen es. Wir werden es versuchen. Linkes Mittelfeld. Ich rieche da jemanden für Frank. Ne? Und hier gucken wir auch mal rein. Den wir da eventuell irgendwo absondern können. Aber die sind natürlich auch hier. Was haben die alle für Marktwerte auch? Ne? Boah, krass. 10 Millionen hier der Beste. Der Marco Götz von Bayern München. Ey. Boah. Aber er hier ist auch geil, der Paul Wittenborg. Vertragsverhandlung. Könnte man da auch mal hier sagen. Komm doch mal in die zweite Mannschaft. Da hätten wir doch einen guten Mann für die zweite Mannschaft noch. Und dann gehen wir hier noch in lieber ein hohes Handgeld. Wir versuchen es mit den beiden. Ne? Ansonsten sind dann natürlich hier ganz, ganz klasse Typen. Aber natürlich auch alle. Alle was wert auch, ne? Ja. Vielleicht machen wir so, dass ich jetzt hier einfach aufhöre und euch das fulminante Fußballquiz einfach nicht machen lasse und wir in der nächsten Folge mit der, ja, mit der neuen Saison starten. Ne? Oder mit dem neuen Jahr. Die Saison fängt ja da noch nicht an, aber das können wir vielleicht mal machen. Bin ich gar nicht so verkehrt, weil ich glaube, das hier, was ich jetzt gerade so tue, das ärgert euch eher, als es euch was bringt. Ne? Also, machen wir es so. Wir gehen jetzt hier weg, wir speichern hier und wir feiern noch ein bisschen den Aufstieg in die erste Liga. Ich hoffe, dass die Folge noch, ja, die wird dann wahrscheinlich, was haben wir denn heute? Heute haben wir gewiss Donnerstag, nee, Dienstag, nee, auch nicht, Mittwoch haben wir heute. Also einen schönen Mittwoch euch noch, ne? Ja, bis dann. Tschüss.